Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und dies ist leider keine neue Episode vom Einschlafen-Podcast. Eigentlich hatte ich nur überlegt, wie erreiche ich euch alle denn am besten, um euch mitzuteilen, dass es diese Woche keine neue Episode gibt. Normalerweise veröffentliche ich ja alle 2 Wochen eine neue Episode und schaffe ich dieses Mal nicht. Habe ja vor 2 Wochen schon kurz auf knapp nur die Episode aufgenommen bekommen und viele haben es gemerkt, schon da war ich irgendwie recht gehetzt und nicht so richtig bei der Sache und keine Ahnung, ein bisschen auf. Und das hat sich leider nicht verbessert, sondern sogar eher verschlechtert. Leider habe ich am Sonntag vor einer Woche einen Hörsturz gehabt. Die wahrscheinlichste Ursache für Hörstürze ist ja Stress. Stress ist eine Sache, die kann man im Moment wenig vermeiden. In einer Pandemie mit Homeschooling und Homeoffice und allem Möglichen ist das einfach, im Moment eine sehr stressige Zeit für uns alle. Egal, ob wir gerade viel zu tun haben oder wenig zu tun haben, die Belastung ist hoch. Bei mir anscheinend ein bisschen zu hoch. Ich muss irgendwie ein paar Gänge zurückschalten und ein Gang, den ich gerade zurückschalten muss, ist hier der 2-wöchentliche Rhythmus vom Einschlafen-Podcast. Deswegen gibt es heute keine neue Episode. Ich habe überlegt, schreibe ich es auf Facebook? Ja, kann ich machen, aber da erreiche ich halt auch nur ein paar von euch. Ich habe einen E-Mail-Verteiler, da könnt ihr ein E-Mail-Newsletter abonnieren, wenn es eine neue Episode gibt. An den hätte ich schreiben können, aber da sind noch weniger Leute. Auf Twitter folgen mir viele, aber da sind auch viele, die gar nicht Einschlafen-Podcast hören. Ja, der sicherste Weg, euch alle zu erreichen, die den Einschlafen-Podcast hören wollen, ist eben genau der Einschlafen-Podcast selbst und deswegen nutze ich den und schicke euch hiermit beste Grüße. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich weiß, die Zeit ist anstrengend und stressig und ihr müsstet alle schlafen. Ich hoffe, ihr könnt mit einer älteren Episode vom Einschlafen-Podcast einschlafen. Ich könnte euch höchstens jetzt noch ganz kurz erzählen, wie sich so ein Hörsturz anfühlt. Es ist nämlich ziemlich wichtig, dass man dann relativ zügig zum Arzt geht. Also es fing einfach völlig unvermittelt am Sonntagabend an. Es ging mir eigentlich gut. Ich bin den Tag noch gelaufen, 8 Kilometer von meiner Mama nach Hause und alles war spitze, Sonne und so. Und abends beim Abendbrottischdecken habe ich auf einmal gemerkt, ich höre auf einmal nichts mehr auf der rechten Seite. Also nur noch die Hälfte. Alles war so, wie als ob da ein großer Wattebausch auf dem Ohr liegt, 50% bestimmt weniger Hörvermögen. Und das ging auch nicht weg. Also es war irgendwie spontan da und blieb und hat mir sofort schlechte Laune gemacht. Ich auch sofort wusste, was das ist. Ich hatte das vor 5 Jahren schon mal. Da war es, glaube ich, sogar noch ein bisschen heftiger und unangenehmer. Ja, da bin ich am Montag direkt zum Arzt. Ohne Termin muss man da natürlich lange sitzen und warten. Beim Hals-Nasen-Ohrenarzt ist im Moment auch nicht so das Gelbe vom Ei, da in so einem Arztzimmer mit lauter anderen Kranken zu sitzen. Naja, also mit Corona-Symptomen saß da jetzt keiner. Das wäre auch, glaube ich, nicht gut angekommen. Aber trotzdem ist das einfach, ich vermeide im Moment Kontakte, wo es nur geht. Und da ging es halt nicht. Haben so einen Hörtest gemacht. Und festgestellt, also ich hatte ja auch schon vor 5 Jahren da Hörtest gemacht und mein Hörvermögen war deutlich gemindert und zwar nicht nur rechts, sondern auch links. Links habe ich das gar nicht subjektiv so wahrgenommen, aber war halt auch. Und dann habe ich halt Cortison bekommen. Das ist die übliche Behandlung. 250 Milligramm Cortison, hochdosiert quasi pro Tag. Per Tabletten. Ein Kumpel von mir hatte auch letztens einen Hörsturz, der hat das intravenös bekommen. Musste jeden Tag hinfahren und sich eine Infusion abholen. Der hatte allerdings eine Woche gewartet. Der dachte, er hat was im Ohr und wollte es irgendwie reinigen und hat es dann verschleppt. Keine gute Idee. Der war wirklich 2 Wochen lang, glaube ich, unter Cortison und musste das dann langsam ausphasen lassen und so. Und Cortison ist nicht angenehm als innere Behandlung. Cortison-Creme, wenn man irgendwie einen Ausschlag hat oder sonst wie was, rein äußerlich auf die Haut ist nicht so schlimm, aber Cortison als Tablette oder so zum Schlucken oder intravenös hat halt schon massiv Einfluss auf den Körper. Vor allem wird man wach, das ist halt, ersetzt dann irgendwie das Cortisol oder so und ja, es ist ja quasi ein Aufputschmittel.
was einige Leute dann vielleicht auch gut finden, weil sie sich besonders leistungsfähig und fit fühlen. Mich hat es genervt, dass ich halt abends nicht richtig einschlafen konnte oder nicht durchschlafen konnte. Keine so gute Sache. Aber zum Glück waren das bei mir nur 3 Tage. Ich bin am Donnerstag letzte Woche wieder zum HNO-Arzt, habe nochmal den Hörtest gemacht und der war schon wieder wie vorher. Also ziemlich gut, erstaunlich gut dafür, dass ich so lange Rockmusik gemacht habe. Und ja, jetzt pfeift es noch ein bisschen und ich fühle mich halt ein bisschen so erschlagen. Ich merke aber, wie meine Laune wieder besser wird. Also ich habe auch schon vor dem Hörsturz gemerkt, dass ich schlechte Laune bekommen habe. Und ich habe den Schnee genossen und das war irgendwie alles ganz lustig und so. Aber ich habe auch gemerkt, dass meine Kräfte so ein bisschen nachlassen und dass ich irgendwie auch auf Twitter hatte ich irgendwie einen Wutanfall, als es um die Öffnungsdebatten ging. Warum man dann jetzt auf die Idee kommt, die Schulen wieder öffnen zu wollen und so. Das wird sich rächen. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen drüber hinweg. Ich bin zwar immer noch ein bisschen zynisch manchmal. Ich möchte nicht zynisch sein. Ich bin immer noch erschöpft manchmal, aber nicht mehr so sehr. Ich bin jetzt wieder ein bisschen gefasster und komme damit einigermaßen klar. Ja, und dass der Hörsturz jetzt überstanden ist, ist natürlich eine Erleichterung. Trotzdem, ich muss ein bisschen aufpassen, ein bisschen kürzer treten und deswegen gibt es jetzt keine neue Episode. Auch letzte Woche der Realitätsabgleich ist ja auch ausgefallen. Leider. Aus genau dem Grund. Da war das ja noch akut mit dem Hörsturz und da hatte ich dann einfach keinen Bock. Was es gibt, ist eine neue Episode Pappkameraden. Das habe ich am Sonntag aufgenommen mit dem Christoph. Nach 2,5 Jahren gibt es mal wieder was Neues zum Pappkameraden-Podcast. Findet ihr unter pappkameraden.de, pubkameraden.de. Und da könnt ihr mal hören, wie Christoph und ich den Rum probieren, der jetzt seit 2,5 Jahren in unserem Whisky-Fass liegt. Das ist sehr spannend und hat Spaß gemacht. Genau, haben 1,5 Stunden mal wieder geklönt. Das ist jetzt verfügbar, könnt ihr hören. Leider nicht auf Spotify, aber in einem Podcatcher eurer Wahl. Ich empfehle ja immer AntennaPod für Android. Auf iOS ist die Podcasts-App von Apple mit dabei. Die kann man gut benutzen. Einfach nach Pappkameraden suchen, PUB-Kameraden, und dann findet ihr das schon. Ja. Wie geht's weiter? Ich versuche irgendwie wieder Fuß zu fassen. Ich brauche Themen übrigens. Also ich habe irgendwie auch die letzten 2 Wochen überlegt. Das letzte Thema Schnee war ja so, okay, es hatte geschneit. Da kann man mal über Schnee reden. Über den FC St. Pauli könnte man mal wieder reden. Da steht jetzt nächste Woche das Derby gegen HSV an. Ja, es langweilt auch immer viele Leute. Das ist immer ganz gut. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es gibt so viele Themen, die sich wiederholen und das ist ja auch gut. Ich will ja auch thematisch hier immer mal Sachen wiederholen, wie FC St. Pauli oder Astrofotografie oder. Aber manchmal möchte ich halt auch einfach nochmal eine neue Inspiration, ein neues Thema haben. Am liebsten rede ich ja über Reiseberichte und das geht halt im Moment gar nicht, weil ich nicht reise. Auch in den Osterferien werden wir nicht verreisen. Aber, na, das wird ja irgendwann mal wieder kommen. Vielleicht. Ja, ansonsten schickt mir gerne Themenwünsche zu an tobi@einschlafen-podcast.de oder tobi@mik.fm, mik.fm, vielleicht ein bisschen kürzer, könnt ihr mich erreichen. Ich werde allerdings natürlich nicht alle Themenwünsche aufgreifen können, denn um ein Thema hier zu besprechen, muss ich ja irgendwie lang genug drüber abschweifen können. Das, ja, gelingt mir halt nicht zu jedem Thema. Da fühle ich mich nicht bei jedem Thema firm genug oder abschweifungsbereit genug, um das zu schaffen. Ja, soweit, ne? Ich wünsche euch allen, dass ihr ausreichend viel Schlaf findet, dass ihr gesund bleibt und nicht nur Corona ist eine Gefahr, vor der wir uns schützen müssen, sondern eben auch sowas wie ein Hörsturz durch, ein Eichelhäher sitzt draußen vor. Ich bin abgelenkt. Eichelhäher sind ja tolle Vögel, ne? Wow. Groß wie eine Taube, aber schlanker und eine ganz auffällige Maserung. Haben wir ab und zu, aber lange nicht mehr gehabt.
Eichel her am Garten. Wie schön. Ja, genau. Also auch so Stressbelastungsprobleme sind ein ernstzunehmendes Thema. Auch da hilft euch Schlaf. Ich hoffe, die anderen 485 Folgen helfen euch, in den Schlaf zu finden. Oder ihr hört euch was anderes an. Ich kann auch immer Hörbücher empfehlen. Ich bin letztens ganz hervorragend zu dem Christian Drosten Coronavirus-Update-Podcast eingeschlafen. Wenn die anfangen, über technische Details von irgendwelchen Impfuntersuchungen oder so zu sprechen. Das ist natürlich ein belastendes Thema und auch ein relevantes und interessantes Thema. Aber mich hat das so beruhigt, dass da die beiden, Frau Ziesek und Herr Drosten, sich so gut unterhalten. Ja, nicht miteinander, sondern jeweils halt mit der, wie heißt sie denn, die Moderatorin? Die wechseln sich ja jetzt auch noch ab. Genau, also da kann man auch ganz toll zu einschlafen. Also irgendwann zu kompliziert ist, als dass ich dem wirklich folgen kann. Und dann ist das auch ganz gut. Ja, oder eben Hörbücher. Das Rad der Zeit habe ich schon oft empfohlen. Das ist ein sehr schönes Hörbuch, weil es sehr lang und sehr langweilig ist. Und da kann man ganz fantastisch so einschlafen. Ich persönlich höre jetzt gerade Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit, zum 30. Mal, glaube ich. Ich finde das wahnsinnig schön. Das ist ein sehr verständliches Physikbuch sozusagen. Geht halt um Astronomie, um schwarze Löcher, um wie funktioniert das Universum. Aber relativ verständlich erklärt. Irgendwann, wenn es dann um Strings und um Quantenmechanik geht und so, steige ich dann auch immer aus. Und das ist dann auch immer gut. Und dann kann ich es halt auch nochmal anhören und bin nochmal wieder überrascht, was ich alles Neues lerne. Vor allem, wenn ich immer dabei einschlafe. Das hilft mir auch sehr. Genau. Ansonsten Harry Potter, Herr der Ringe, was man nicht alles so hören kann zum Einschlafen. Und zum Entspannen. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste und deswegen ja, muss ich auch auf meine Gesundheit aufpassen. Und deswegen gibt es diese Woche nur dieses Announcement und keine Episode. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, in 2 Wochen geht's weiter. Ansonsten kriegt ihr wieder nur ein Update hier von mir. Bis dann, euer Tobi.